Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, denn wollen wir jetzt mal weitermachen. Wir sollen ja jetzt für den lieben Yannick ein bisschen, naja, arbeiten gehen. Denn gehen wir doch mal arbeiten. Ich kenne Leute wie dich. Lässig. Zugegeben. Angeblich hat Benjamin Bayou ein privates Penthouse ganz oben im Turm. Die Aussicht muss absolut atemberaubend sein. Nee, glaub mir. Das ist nicht so atemberaubend. Willkommen bei Xenofresh Fisheries, dem Stolz von Neon. Ich möchte mich für einen Job bewerben. Dann bist du hier genau richtig. Xenofresh ist immer auf der Suche nach neuen Leuten für unsere Familie. Der Bewerbungsautomat ist da drüben. Aber du kannst mir gerne Fragen stellen. Habt ihr Arbeit für Chemiker? Leute mit guten Kenntnissen in der Chemie sind hier sehr gefragt. Du solltest dir dringend den Bewerbungsautomaten ansehen. Okay. War nett, mit dir zu reden. Denn gucken wir mal. Einmal eine Bewerbung. So, Stellenangebot, Betriebschemiker. ID scannen und bewerben. Was ist deine größte Stärke, Riley? Ich schufte fleißig. Was ist dein höchster akademischer Abschluss? Ich habe einen Doktortitel. Erstelle eine grobe Skizze der Chemiestruktur von AMP. Chemische Struktur von AMP zeichnen. Danke für dein Interesse an Xenofresh Fisheries. Wende dich für die nächsten Schritte in diesem spannenden Abenteuer an den Empfang, sobald du deine Bewerbung eingereicht hast. Okay. Ärger und ich schmeiß dich sofort in die Zelle. Riley! Oh Gott, ist das Czerny Schitzky? Cherry? Tut mir sehr leid. Miss Gorava möchte ein Vorstellungsgespräch mit dir führen. Sie ist in der Unterstadt in der Produktionsfabrik. Sie erwartet dich. Dann werde ich mal zu ihr gehen. Schönen Tag noch. Ebenso. Seele wurde gerade verkauft. Dann wollen wir einmal in die Unterstadt. Jetzt kriegen wir ja wieder das Rezept für Aurora. Stell bloß nichts. Somit könnten wir das sogar selbst herstellen. Was ich eigentlich auch noch nie wirklich gemacht habe. Ja doch, ein, zwei Mal hatten wir es, glaube ich, gemacht. Aber das war eher so, ja. Das Rezept für Blend hätte ich gerne. Ja, hier stinkt's. Ah ja, okay. Ab in die Unterstadt. Warum so schnell, Sarah? So, jetzt kriegen wir unseren coolen Anzug. So. Du hast doch für dieses Quartal ein Plus von 30% versprochen, Libby. Und meine Empfehlung einfach ignoriert. Die übrigens aktenkundig ist. Mr. Bayou erwartet, dass das Event reibungslos abläuft. Er ganz persönlich. Aus nichts kann ich nichts machen. Hier unten zerfällt alles komplett. Mein Budget muss genehmigt werden. Sofort. Hallo? Hallo? Ach! Du hast dich neu beworben? Riley? Wirklich? Du hast Medizin studiert? Du bist entweder überqualifiziert oder du lügst. Aber das ist nicht wichtig. Du kennst dich mit Chemie aus und scheinst zu leben und zu atmen. Scheiße, du hast den Job. ich kann sofort anfangen. Ich brauche die Creds. Die Bezahlung ist besser als irgendwo sonst. Wenn du durchhältst. Hier, zieh das an. Und dann ab an die Arbeit. Gut, unter Verwendung der richtigen Zutaten kannst du nicht verabreichtes Aurora herstellen. Das Rezept kannst du im pharmazeutischen Labor von Xenofresh einsehen.
Verfolgen und zur Produktion verwenden. Gut, dann wollen wir uns mal umziehen. Den guten Schutzanzug. Ach, jetzt fühle ich mich so nackig. Komm mit, dann sehen wir mal, wie fleißig und gewissenhaft du wirklich bei der Arbeit bist. Den Schutzanzug trägst du jede einzelne Sekunde, klar? Zu deiner eigenen Sicherheit. Ich will nicht, dass noch mehr Leute tot umfallen, weil sie keine Anweisungen befolgen können. Hier arbeitest du, nur hier, in der Produktion. Du stellst nur das her, was du aufgetragen kriegst. Du kriegst dein Geld und verschwindest wieder dahin, wo du herkommst. Du stellst keine Fragen, befolgst nur Anweisungen. Du bist ein winziges Zahnrad im Xenofresh-Getriebe. Geredet wird nur in der Pause. So, da ist das Fließband. Na denn? Einmal kurz zum Fließband. Kann das warten? Ich muss erst noch den Fischgeruch aus den Kleidern waschen. Ugh. Der Job ist simpel. Der Trichter spuckt Zutaten aus. Der Computer sagt dir, was du herstellen sollst. Du nimmst dir die Zutaten. Wir wissen aufs Milligramm genau, was nötig ist. Das nimmst du. Nicht mehr, nicht weniger. Klingt recht simpel. Sollte man meinen, oder? Genauso wichtig, Tempo. Wir haben eine Quote. Der Timer startet, sobald der Auftrag auf dem Bildschirm ist. Also stell das Präparat her und leg es in den anderen Trichter. Wenn du schneller bist und Mitarbeiter des Monats wirst, kriegst du einen Bonus, vielleicht irgendwann eine Beförderung und eigene Kistenratten. Wenn du zu langsam bist, sei's einfach nicht. Fragen? Ich freue mich schon auf den Bonus. Wenn deine Finger so schnell sind wie dein Mundwerk, kommst du klar. Wir verstehen uns, oder? Du darfst einmal mit Stützrädern üben, ohne Zeitlimit, um das System kennenzulernen. Danach tickt die Uhr. Erledige die Schicht. Wenn du's gut machst, darfst du vielleicht wiederkommen. Danach kannst du in den Pausenraum. Na gut, denn Schicht starten. Trainingsprogramm beginnt. Stelle eine Charge Schlangenöl her. Kein Zeitlimit. So. Zum Glück hattest du die Pläne dafür. Ja. Rate mal, was ich heute nicht esse. Die richtige Art? Da. Fortlaut. Sitz. Meeresfrüchte. Herstellen. Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Gut, einmal alles wieder mitnehmen. Einmal kurz herstellen. Wieder hier hinten rein. Nee, endlich Feierabend. Jetzt hole ich mir bei LeBron einen Blend. Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. So. Haben wir schon wieder Penicillin X hergestellt. Keine Zeit. Ich komme noch zu spät zu meiner... Und fertig. Abgeschlossen. Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Na denn. Na. Ich weiß, ich nehme schon wieder zu viele Ressourcen, aber ganz ehrlich, die kann ich nachher gut gebrauchen. Somit kann ich nachher selber ein bisschen was herstellen. Wenn ich in der Nähe von Aurora arbeite. So. Kriege ich Halluzinationen. Die Schicht ist rum. Du kannst in den Pausenraum oder nach Hause. Gehen wir aber erstmal in den Pausenraum. Ein neuer Tag im Paradies. Willkommen am Fließband. Hoffe, du stehst drauf, dass jede Bewegung für die Silizium-Nachwelt aufgezeichnet wird. Die gute alte Paranoia der Konzerne. Der war gut. Apropos Security. Oh nein, Stromausfall? Zum Glück sind die blöden Dinger sowieso die meiste Zeit kaputt. Kennst du Nesha? Der Arme wurde von der Security einkassiert.
Und du bist Nashas Kontakt. Bingo. Ich bin noch frei, also hat Nasha mich nicht an die Security verpfiffen. Ich wusste, dass seine Bosse einen Ersatz schicken würden. Sind wir wieder im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Scheiße, das hätte Nasha mir sagen sollen. Ich stecke zu tief drin, um auszusteigen. Ich sage dir, wo die Ware ist. Du musst sie nur holen und... keine Ahnung, was ihr damit macht. Wenn du mehr brauchst, arbeite einfach eine Schicht und komm zu mir in den Pausenraum. Dann gebe ich dir neue Koordinaten. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. So, dann wollen wir mal. Einmal wieder zurück. Ich darf ja nach Hause. So, ich kann ja eigentlich noch im Anzug bleiben. Dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein. Ach, jetzt habe ich ja gar kein Jetpack mehr. Haha. Gut, dann wollen wir erstmal wieder zurück zu den lieben Yannick. Oder Sarah da jetzt an und für sich keinen Aufstand macht. Ja, vielleicht bringt die Heirat ja was. Was ich nicht verkaufe, wird zu groß. Vielleicht habe ich jetzt den Narrenschein. Na, mal gucken. Spätestens bei Ruijin dürfte das halt ein bisschen kosten. Sprich mit Doc. Wir kriegen immer mehr Questen. Zurück! Niemand! Moment, der Boss erwartet dich. Geh rein! Gut, jetzt sind alle Beteiligten anwesend. Yannick. Dachtest du, du kannst in meiner Stadt ohne mein Wissen Aurora verwenden? Ein neues Blutbad in Epside ist nicht gut für den Tourismus. Aber manchmal muss eben Blut fließen. Und du? War ja eigentlich klar, dass du involviert bist. Was habe ich davon, wenn ich Yannick am Leben lasse? Unsere Operation ist zu klein, um eine Mordermittlung zu riskieren. Eine Ermittlung? Ist ja süß. Bayo ist vor jeder Ermittlung sicher. Er könnte in der Lobby des Trade Towers jemanden erschießen und es würde keine Zeugen geben. Dein Kompagnon liefert gute Argumente. Aber du hast mich abgezockt, Yannick. Ich hasse es, abgezockt zu werden. Deine Lounge deckt das Luxussegment ab, Mr. Bayou. Aber es gibt noch so viele andere Credits, die eingesackt werden wollen. Red weiter. Wir verwenden eine Prise Aurora, um Blend herzustellen. Und Blend kann jeder bezahlen. Bitte, sag es ihm. Ja, sag's mir. Das ist Yannick schon, ich meine. Ist notiert. Du hast also ein Monopol auf einem Schwellenmarkt. Fast könnte man denken, du hast Geschäftssinn. Yannick hat gerade erst angefangen. Die Credits fließen und... Moment. Hast du dich gerade Yannick genannt? Ernsthaft? Fresse. Der Hase läuft so. Du darfst weiter Aurora aus der Fishery schmuggeln. Du stellst deinen Blend her und verkaufst das überschüssige Aurora auf der Straße. Aber ich kassiere 20% von deinem Gewinn, weil ich dich ertrage. Das war's. Yannick, fang an, mir Kohle zu verdienen. Na gut. Du brauchst wohl einen Drink. Aber wer braucht den nicht? Oh, Yannicks Herz schlägt immer noch so schnell. Mr. Bayo ist beeindruckend. Alles okay? Wir verstehen uns noch, oder? Ich dachte, wir sind tot. Sowas von tot. Mein Leben ist an mir vorbeigerauscht. Oder
hätte es sollen. Unser Gewinn schrumpft, ja, aber wir müssen keine Angst mehr haben, erwischt zu werden. Also, business as usual, hä? Du arbeitest eine Schicht bei Xenofresh und dein Kontakt sagt dir, wo das Aurora ist. Du gehst hin, holst es ganz entspannt und gemütlich ab und bringst es mir. Kein Zeitdruck. Wann du willst. Mach ruhig erstmal Pause. Gut, dann, diese Arbeit ist nichts für mich. Aber jetzt ist alles sicher. Schnelle Credits? Denk nochmal nach. Ja? Verlass dich nicht darauf. Mach deine Drecksarbeit selber, Yannick. Okay. Gut, das heißt, wenn wir dann bei Xenofresh arbeiten, also die Versorgungsroute der Quest hier machen, mag sie das jetzt nicht. Oder? Komm, wir probieren's aus. Hast du es dir anders überlegt und steigst wieder ein? Ich bin bereit für eine neue Schicht. Du bist das Beste, was Yannick hier passiert ist. Naja, vielleicht mein Erstgeborener. Ach, Quatsch. Du bist es. Ach, helfen wir diesem Idioten wirklich schon wieder? Warum denn das bitte? Also, die Arbeit ruft. Riley, oder? Ja, Riley. Das hat jetzt kein Minus gegeben, als ich Nein gesagt habe, aber Plus. Narrenfreiheit? Narrenfreiheit. Gut, dann wollen wir erstmal wieder nach Abside. Eine Schicht können wir ja machen. Dafür habe ich den Anzug ja noch an. Das dürfte schon hinhauen. Ich habe kein ganz schön tief. Jetpack an. Okay. Wir haben es wenigstens überlebt. Aber jetzt ist die Frage, komme ich hier auch irgendwie wieder hoch? Oh. Da liegt sogar noch ein bisschen was. Na gut, denn, keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Achso, kommen wir gleich wieder hoch. Okay. Ne, das war jetzt eine Abkürzung. Das war ja jetzt eine Abkürzung. Oh, stinkt das hier unten. Ja, das stinkt da unten. Wir tragen das, die Arbeiter. Naja, es ist halt Fisch. Fisch riecht nie angenehm. Ja, ist ja gut. Wir machen noch eine Schicht. Alles gut. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Anzug, also mit dem bösen Anzug mache hier? Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Okay. Gut. Scheint keinen zu interessieren, dass ich noch den Anzug nicht angezogen habe. Naja, gut. Eine Woche durchgehend Sonnenschein. So. Hör doch mal was. Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. So, mit Zeitbonus halt. So. Nächstes abgeben. So, gleich das nächste herstellen. Oh, wie praktisch. Ja, mega praktisch. Ach, für diese so. Sauerei müsste ich eigentlich viel mehr kriegen. Schicht beendet. Ab in den Pausenraum. Das
das lange Studium hat sich echt ausgezahlt. Schön, dich wiederzusehen. Oh nein, ich habe aus Versehen Koordinaten geschickt. Sorry. Was man da wohl findet? Vielleicht sehe ich es mir mal an. Gerne jederzeit wieder. Bis dann. So, dann wollen wir mal den Vorrat beschaffen. Hätte nie gedacht, mal in einem Drogenlabor zu arbeiten. Tja. Irgendwann ist immer das erste Mal. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich ein Jetpack an. Muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwo runterfall. Aber eigentlich könnte ich mal, Hilfe. Ein Heilmittel nehmen. Weil ich habe mir so ein bisschen mein Gelenk gestaucht. Und das tut ein bisschen weh. Und wir sind so ein bisschen zierlich und so. So, mal sehen, wer heute das Aurora da beschützt. Ach, keiner. Na gut, denn einmal die Charge zu Yannick bringen. Da freut er sich doch drüber. Und dann können wir gleich nochmal gucken, ob er vielleicht schon wieder Blend hat. Mal wieder so ein mieser Tag in Neon, was? Ein Drink? Versuch mal Blend. Das ist super. Ja, ja. Wenn du es denn hast. Und du hast es nicht. Ich habe eine Lieferung für dich. Wenn du so weitermachst, leben wir beide im Überfluss. Ha! Unter Verwendung der richtigen Zutaten kannst du jetzt Aurora herstellen. Das Rezept kannst du in jedem pharmazeutischen Labor einsehen, verfolgen und zur Produktion verwenden. Okay. Gut. Dann haben wir das schon mal. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe, glaube ich, noch ein paar mehr Questen hier. Yannick ist ja jetzt erstmal soweit fertig. Das Casting auf nach Abside. Danach müssen wir auch mal unbedingt die Aktivitäten so ein bisschen aktivieren. Es wird hier einfach zu viel rumgequatscht. Nächste Aktivität, nächste Quest. Abside ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu so, dann einmal nach Madame Sauvage. Was guckst du so, hm? Das? Das ist Abside Strikers Revier. Nur oben! Stör meine Kundschaft nicht! Okay, oben. Das ist Gangrevier, verstanden? Sieht aus wie ein ganz normale Bar. Das ist Schwachsinn. Die Leute hatten früher Angst vor den Strikers. Wir waren wer. Jetzt pferchen die Disciples uns in dieser Spelunke ein. Andrea! Ja, schon gut. In diesem wunderbaren Etablissement. Sonst noch was? Oder war's das dann mit diesem was auch immer? Hab von eurer Gang gehört. Ich will mit dem Anführer reden. Du spazierst hier einfach rein und willst mit Briggs reden. Mutig. Vielleicht redest du lieber mit meinem kleinen Messerchen, hm? Kein Blut in meinem Laden, Andrea. Ich stehe sowieso schon kurz davor, euch rauszuwerfen. Schön. Ist ja gut. Ist ein Glückstag. Aber Briggs siehst du nur, wenn du den Abside Strikers beitrittst. Bring mich zu Briggs, dann trete ich vielleicht bei. Weißt du was? Das mache ich. Hier und jetzt. Das wird sicher lustig. Okay, besuchen wir den Boss. Dann besuchen wir mal den Boss. Ja, was? War das nicht irgendwo hier hinten?
So. Hallo. Strikers passen aufeinander auf, oder? Gut, wir müssen erstmal auf die Dame warten. Mache ich es mir hier ein bisschen bequem. Ja, genau. Ich fühle mich so beobachtet. Dipdidupdidu. Ach ja, warten ist immer was Schönes. Wer ist das? Hier will jemand bei uns mitmachen. Das hatten wir lange nicht. Ja, ich weiß. Sauvage sagt, wir dürfen hier niemanden mehr umbringen. Das sollten wir sowieso nicht tun. Du willst beitreten? Wir sind eine Gang, das ist dir klar, oder? Kein cooler Abenteuerclub, mit dem du vor deinen Freunden angeben kannst. Wir stehlen, wir rauben. Wir töten auch mal. Wer zu uns kommt, hat keine anderen Optionen mehr. Bist du wirklich interessiert? Ich will bloß diese Disciples erledigen. Die Typen sind eine echte Gefahr. Früher waren wir die Einzigen, die diese Psychos unter Kontrolle gehalten haben. Aber dazu komme ich noch. Weißt du, die Strikers sind anders, weil wir nämlich eine Familie sind. Wir kämpfen gemeinsam gegen jeden Scheiß, mit dem die Welt uns fertig machen will. Wir gehen füreinander durch die Hölle. In letzter Zeit ist das ein bisschen zu viel Hölle. Vogel, nicht jetzt. Wir tun, was wir können, damit jeder immer ein Dach über dem Kopf und Fisch im Bauch hat. Mir ist es lieber, wir nehmen die Opfer nur aus, statt sie umzulegen. Ist besser für alle. Aber tu, was du tun musst. Dann bin ich dabei. Nicht so schnell. Ich muss dich erst kennenlernen. Wie kannst du den Strikers helfen? Ihr braucht mich nicht zu testen. Wir werden dafür sorgen, dass alle ein besseres Leben haben. Das weißt du aber doch nicht sicher, oder? Ich weiß nicht, was du für ein Spielchen treibst, aber es gibt einen Aufnahmetest. Du bekommst es mit den Disciples zu tun. Jeder in Abside wurde von Neon fertig gemacht und dann ausgespuckt. Manche drehen durch, und zwar richtig. Die Disciples sind wahnsinnig, ganz einfach. Der Test ist simpel. Finde raus, wer diese Verrückten mit Militärwaffen versorgt. Ich will so viele Disciples wie möglich vernichten. Wir sind voll auf einer Linie. Ich verstehe nicht, warum du plötzlich den Strikers beitreten willst. Mir fallen spontan mindestens 100 bessere Zeitvertreibe ein. Sie haben ein Lagerhaus. Einer unserer Freunde sagt, dass es da eine Slate mit allen wichtigen Infos gibt. Wow, das ist mein Job. Ich wollte da rein und sie zahlen lassen. Du bist zu fanatisch, Vogel. Wenn du da reingehst, gibt's ein Blutbad. Ich will jemanden, der ihnen die Slate einfach stibitzt. Am besten, ohne dass sie es überhaupt merken. Das ist ein Casting. Lass dich am besten nicht umlegen, Jungfisch. Okay, doch keine nahen Freiheit. Das hat ihr jetzt nicht so gefallen. Aber gucken wir mal. Wir ziehen es trotzdem durch. Dann macht mir Ryujin ja wieder ein bisschen Sorge. Wobei, das könnt ihr vielleicht bei einigen Entscheidungen, die wir treffen, könnte ihr das gefallen. Aber mal gucken. Ich befürchte, da wird aber eher viele Fettnäpfchen auf mich warten. Einmal das Falsche ausgesappelt und dann... Das könnte dann ein bisschen nach hinten losgehen, aber schauen wir mal. So, dann wollen wir jetzt aber erstmal die Slate holen. Die Tracker-Allianz findet immer ihr Ziel, na denn... Hört sich doch gut an. So, Lagerhaus 02. Hat keiner mitgekriegt. Weiß nicht, wer das war. Schlechter geht's nicht!
Blech, der geht nicht. Bist du denn da unten? Du endest es. Ich bin raus. Na, wenn du raus bist. Kann ich hier ja trotzdem weiter beschießen, wa? Na, mich hat's erwischt. Na also. So, einmal kurz alles mitnehmen. Die guten Waffen zum Verkaufen. Und schon haben wir die Slate. Schwer war das jetzt nicht. Gut, ich glaube, wir hatten das letztes Mal mit sogar mit Sneaky Sneak gemacht. Aber mein Gott. Ein kleines Blutbad geht auch. Dass wir zahlen müssen, um in der Nähe. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das hört sich immer so verkehrt an. Und jetzt hier wirklich einmal komplett außen rumlatschen. Ja, irgendwie schon. Ach, jetzt willst du doch, dass ich da durchgehe. Na denn. So. Na, wir hätten eigentlich auch außen rum latschen können, ne? Aber naja, gut. So, dann einmal hier wieder rein. Zur Wasch. Nach einer Schicht bei Xeno ist Velocity unschlagbar. Man vergisst sogar, wie sehr man stinkt. Und man vergisst sogar, wie man stinkt, okay. Ist keine. Tu alles, um zu überleben. Tod hilfst du niemandem. Ich musste ein paar Disciples dafür erledigen, aber ich habe die Slate. Okay, heimlich ging also nicht, aber. Scheiße, du hast sie alle ausgeknipst. Wow. Okay, du bist dabei. Alle glauben, dass die Abside-Strikers ausgenockt sind. Aber da wir jetzt wissen, woher die Disciples ihre Waffen kriegen, wendet sich das Blatt. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du willst dich beim Boss einschleimen, ja? Clever, Jungfisch. Sag doch mal dem Rest der Gang Hallo. Wenn sie unfreundlich sind, wasche ich ihnen den Kopf. Du hast dir eine kleine Pause verdient. Hol dir danach bei Hatchet neue Ausrüstung und deinen Auftrag ab. Strikers passen aufeinander auf. Hm, du hast überlebt. Andrea dachte, dass Briggs dich tot sehen wollte. Hat sie sich wohl getäuscht. Ich werde mich mit bei Andrea bedanken. Andrea tut, was sie tun muss. Respektier das. Es sind alle so tough, weil sie es sein müssen. Ich kenne nur diese Straßen und Gassen. Wer hier schwach ist, geht schnell unter oder gleich drauf. Also sei nicht schwach. Wirklich aufmunternd. Du bist witzig, aber das hält dich nicht am Leben. Okay, zum Job. Wir müssen die Straßen wissen lassen, dass die Strikers wieder da sind. Wir markieren unser Revier. Die Symbole zu hacken ist leicht. Schwierig ist es hinzukommen und die Disciples zu vertreiben. Briggs will kein Blut vergießen. Aber ich will die Disciples bluten lassen, wann immer es geht. Dann zeig mir, wo es lang geht. Hier sind drei Standorte. Gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ich versorge die Strikers mit allem, was nötig ist. Viel Glück. Okay, Hecke dritte, zweite und erste Anzeige. Hoffentlich machst du hier keinen Ärger. Nee, ich mache hier keinen Ärger. Noch nicht. Vielleicht morgen. Mal gucken. Aber Ärger machen wir doch eigentlich immer. So, dann wollen wir noch mal gucken hier. So, wir könnten eigentlich auch hier irgendwo, ne?
Da hinten war das, ja? Die Gerüchte sind wahr. Das weißt du nicht von mir, aber die Ekliptik-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktion. Freestyle Collective und so. Dann brauchen wir den nächsten. Einmal hier wieder durch. Da sind wieder viele Renner-Questen. Unglaublich. Der Wahnsinn. So viel Rot auf einmal auf der Seite. Was? Ich weiß nicht was. So. Da haben wir den nächsten. Neon Security, mhm. Meine Güte, bist du langsam. Tschüss. So, und das nächste. Ich muss nur erstmal gucken, wie ich hier wieder raufkomme. Hier war das, ne? Na, ob mich die Security immer noch verfolgt? Oder schon aus den Augen verloren hat? So, oh. Ich brauche Verstärkung. Nein, brauchst du nicht mehr. So. Was haben wir denn da? Bist wohl extra für Vandalismus nach Neon gekommen, was? Das gibt eine schöne, saftige Strafe. Null Toleranz. Weißt du was? Zahl die Strafe einfach gleich. Dann bleibst bei einer Verwarnung. Erspart dir viel Ärger. Wenn die Neo Security einen Touristen verprügelt oder sogar umbringt, ist das schlecht fürs Image. Kann schon sein, aber du hast hier ein Strikers-Gang-Symbol hingeklatscht. Das geht zu weit. Meinetwegen können wir das gern auf die altmodische Tour regeln. Du bellst ganz schön rum. Beißt du auch? Wir können beide gut aus dieser Sache rauskommen. Ich mach doch bloß meinen Job. Du bist bestimmt ehrlich. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Ist halt so. Jetzt bewegt sich langsam was. Ich versuche vernünftig zu sein. Das willst du nicht wirklich. Du hattest doch die Wahl. Kann schon sein, ja. Schön, schön. Verschwinde einfach. Gut, dann verschwinden wir einfach. Ah, ich mag das Manipulieren. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder runterkommen. Ah. Hat keiner gesehen, Geld stinkt nicht. So. Jetzt müssen wir nur erstmal wieder runterkommen hier. Ohne alle Knochen sich zu brechen. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Madame Sauvage. Die Strikers sollten wir aber heute definitiv noch abschließen können. Mal gucken, ob wir das mit Sarah wieder plus kriegen. Wenn das gegen Ende der Quest geht. Oder ob wir jetzt einmal Misskredit gekriegt haben. Gucken wir mal. So. Ich glaube, du passt richtig gut rein. Richtig gut.
Du hast richtig ins Wespennest gestochen. Gut. Andrea ist dafür zuständig, die Waffen mitzunehmen. Du und Vogal, ihr müsst die Disciples ablenken. Wir legen also endlich los? Es geht los, Vogal. Ohne Samthandschuhe. Haltet den Kollateralschaden möglichst gering, okay? Aber nur, wenn's geht. Ich werde alles tun, um zu gewinnen. Die Einstellung gefällt mir. Aber gibt der Neon Security keinen Grund, uns zu nerven. Wir haben es so weit geschafft. Jetzt bringen wir es auch zu Ende, Briggs. Stimmt euch ab, koordiniert euch. Ich habe einen Auftrag. Ich weiß, es ist viel verlangt. Bei Newell gibt es ein paar Panzerungen. Keine Ranger-Qualität, aber besser als die Second-Hand-Kleider, die die Strikers tragen. Wenn du also, naja, ein paar Panzerungen spendieren könntest und Newell überzeugst, sie uns zu verkaufen. Mal sehen, was ich tun kann. Die Strikers sind dir was schuldig. Egal, was es kostet, wir zahlen dir alles zurück. Mit Zinsen. Es wird Zeit, dass die Strikers ihr Comeback feiern. Mann, ich habe so lange davon geträumt. Na gut, denn ziehen wir einmal kurz durch. Panzerung für die Strikers besorgen. Damit sie dann halt auch mal ein bisschen gepanzert sind. Newell sollten wir eigentlich auch gut überzeugen können. So. Hast du Lust, was zu kaufen? Ich möchte Panzerung kaufen für die Appside Strikers. Ach, herrje. Hat Briggs dich etwa geschickt? Die Gangs sind gefährlich. Ich will damit nichts zu tun haben. Wenn die Strikers nicht für Chancengleichheit sorgen, werden die Disciples siegen. Dann leiden alle. Sie sind definitiv das kleinere Übel. Okay, schon gut, schon gut. Wenn du bezahlst, schicke ich Briggs seine Panzerungen. Nur dieses eine Mal. Danach will ich mit dem Wahnsinn nichts mehr zu tun haben. Rechtfertigen die Umstände einen Rabatt? Das ist kein Rabatt. Das ist Raub. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Ich bin nicht verzweifelt, aber das ist ein gutes Argument. Schön, dass du dich langsam bemühst, die Dinge aus meiner Perspektive zu sehen. Ich bin kein unvernünftiger Mensch. Schön, schön. Du kriegst deinen Rabatt, wenn du dann aufhörst zu labern. Ich lasse die Panzerung zu Madame Sauvage schicken. Okay, so, dann wieder zurück. Schauen wir doch mal. Sauvage Place. So, dann wollen wir noch mal kurz gucken hier. Mann, ich habe so lange davon geträumt. Das glaubst du nicht. Briggs erlaubt mir endlich, den Disciples die Hölle heiß zu machen. Ich sage ihm seit Wochen, er soll seinen besten Mann von der Leine lassen. Danke, du hast ihn überzeugt. Die Disciples haben's verdient. Aber hallo. Der Plan ist simpel. Wir attackieren die Straßendealer an möglichst vielen Punkten. Maximales Chaos. Dann kann Andrea in ihr Waffenlager spazieren und sich die großen Wummen krallen. Und dann wird's lustig. Guter Plan. Ah, Briggs ist nicht der Einzige, der hier mitdenkt. Hier sind drei Gruppen Straßenratten für dich. Meine Jungs und ich übernehmen andere. Das wird lustig. Dann wollen wir mal die drei Gruppen beseitigen. Wir könnten ja eigentlich mal gucken, wie die auf die Teilchenwaffe zu sprechen sind. Ich habe irgendwie Bock gerade auf die.
So. Ich mag am liebsten Lakritze. Am liebsten Lakritze? Lakritze ist was Schönes. Nicht jede, aber die meisten. So, einmal nach Abside. Ist halt jetzt wirklich viel durch die Stadt rennen. So, die wären, glaube ich, zuerst dran. Mir wird's zu heiß! Wo rennt er denn hin? Oh, der ist aber ganz schön weit weg. Oh, Entschuldigung. Du bist lächerlich. Ja, das waren die wirklich. Na, kommt. Einmal ins Knie geschossen, reicht. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Ja, mal gucken. War hier nicht sogar ein legendärer? Wo ist der denn hin? Der ist jetzt nicht runtergefallen, oder? Ja, das ist ärgerlich. Naja, gut. Euch kann ich aber hier hinten nochmal entrümpeln. Oh, eigentlich schon gute Waffen. Und jetzt noch die letzte Truppe. Was? Sei mal still. Ich höre was. Ich schieße ja auch gerne ins Knie. Ich würde sagen, das war's mit den Disciples hier draußen. So, nehmen wir hier nochmal alles mit. Ach, ein Syndikatschmuggler haben sie hier auch schon ums Eck gebracht. Die Ärmsten. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wäre es nicht besser, wenn ich von hier ausgehe? Um da rumzukommen? Ich glaube, das schaffe ich nicht, ne? Oder? Ja, doch. Wir haben die Waffen, Jungfisch. Einfach rein, peng, peng und fertig. Und zwar dank mir und meiner neuen Begleitung. Gab's auf der Patrouille Probleme? Das war ein Klacks. Ebenso. Das Überraschungselement und ein paar Kugeln und alles gut. Es läuft alles nach Plan, Briggs. Gut, jetzt versetzen wir ihnen einen Schlag. Das Lagerhaus ist extrem wichtig für sie. Wird schwierig, sich das zu holen. Ohne dich wären wir nicht hier, Jungfisch. Wie ist der Plan? Du gehst rein, wir bleiben zurück? Bleib draußen. Sorg dafür, dass ich nicht gestört werde. Dann ziehst du jede Menge Feuer auf dich. Aber wenn du damit klarkommst, gerne. Ihr habt's gehört. Los geht's. So, dann wollen wir mal. Das hin, oder? Ja, natürlich. Das dritte Lagerhaus wird jetzt gemacht. Keine Zeugen. Wir müssen hier weg! Keine Zeugen? Na, wo sind denn die anderen? Na, das war nichts. Die Straßen gehören uns! Die Rekruten mit ihren blöden Aktionen! Die Rekruten mit ihren blöden Aktionen, ah ja. Der Typ ist unglaublich! Noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Jetzt wird geblutet! Echt? Deck mir den Rücken! Ach, da oben bist du. Meine Munition! Level up, sehr schön.
Hallöchen. Genug gefaulenzt. Runter, los. Security. Der herablassende Ton ist einfach unverkennbar. Hände von den Waffen, verdammt. Glaubst du, die Neon-Security weiß nicht, was los ist? Also bitte. Du hast ein bisschen randaliert. Bisschen gemordet. Angeblich ist das alles dein Werk. Warum mischst du meine Straßen auf, Jemand musste etwas gegen die Disciples unternehmen? Ja, sehe ich. Okay, pass auf. Wenn das mit der Ganggewalt zu wild wird, schadet das dem Gewinn in der Stadt. Niemand schadet dem Gewinn. Sag das den Disciples. Nein, mach du das lieber. Die Disciples nerven mich schon viel zu lange, viel zu sehr. Also legt deine Gang ihr Kanalrattenblau ab und trägt Neon Security schwarz. Sonst findet man dich tot in der Gosse. Und du? Sag auf Wiedersehen. Briggs ist nicht dumm. Der entscheidet schon richtig. Was für ein überraschendes und großzügiges Angebot. Straßenratten auf Straßenratten hetzen. Elegant, oder? Aber Beeilung, okay? Wir müssen die Neuen einführen. Gut, alle da. Kommt zusammen, Leute. Ist das ernst gemeint? Ich soll einen Cop spielen? Wir könnten aus dem Loch ausziehen. Vielleicht sogar aus Abside. Briggs, ich bin dabei. Ignoriert die Neon Security das ernsthaft? Kann doch nicht sein. Warum denn nicht? Es interessiert doch niemanden, wer in Abside wen ersticht. Was sagst du? Owen hat keinen Grund zu lügen. Das Angebot scheint legitim. Wir nagen am Hungertuch. Jetzt wieder ein Gehalt zu haben, das ist kaum zu glauben. Ich bitte dich, vorsichtig zu sein. Owen Dexler ist nicht gerade ein Heiliger. Ist jemand gegen den Deal? Dann sagt es jetzt. Nein? Niemand? Gut. Sehr gut. Ich gebe Owen Bescheid. Das überrascht mich jetzt. Ich weiß nicht, welchem Gott oder welchen Göttern wir dich zu verdanken haben, aber... Halleluja! Haltet einfach die Disciples unter Kontrolle. Mit Ressourcen und Verstärkung sind die Straßen bald sicherer. Tja, die Strikers sind wohl Geschichte. Hier ist dein Geld. So, Street Sweeper. Was war das nochmal? Ach ja, die Kraken. Oh, mit nur 4 Schaden? Das ist aber nicht gerade modern und so, ne? Naja, gut. Können wir denn an und für sich verkaufen? So, haben wir das nächste auch fertig? Meine Güte. Das klappt ja jetzt langsam. Es sieht langsam in den Questen wieder normal aus. So, aber wir haben jetzt auch noch einmal Skill. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir müssen ja langsam gucken, dass wir für den nächsten Durchlauf schon mal so ein bisschen Vorbereitung treffen. Deswegen bin ich so ein bisschen am Überlegen, jetzt schon so ein bisschen in Außenpostentechnik und Forschungsmethoden zu investieren. Bei Raumschiff, naja gut, das werden wir jetzt weiter halt mit Geld weiter aufpumpen. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Skill, würde ich sagen. Ich würde aber auch halt gerne sowas wie schwere Waffenzertifikat oder halt auch Crit-Treffer. Ich denke mal eher, wenn dann Crit-Treffer machen, um halt nochmal ein bisschen mehr Damage zu machen. Also geldtechnisch sieht eigentlich ganz gut aus. Führung, naja gut, Außenpostenverwaltung könnte vielleicht nochmal, was war das? Zusätzliche Frachtlinks, Außenposten Roboter bauen, Crewmitglieder zuweisen und Außenposten-Extraktoren produzieren doppelt so schnell. Ich glaube, das wäre halt nochmal mega gut. Aber mal gucken. Na komm, wir gehen erstmal hier in die Forschungsmethoden. Also Fertigen von Items und den Abschluss von Forschungsprojekten werden 10% Ressourcen benötigt. Also weniger.
Das können wir dann bis zu 40 hochtreiben. Plötzliche Entwicklungen in der Forschung treten doppelt so häufig auf. Für die Fertigung von Items und den Abschluss von Forschungsobjekten werden 60% weniger Ressourcen benötigt. Also ich denke mal, den sollten wir jetzt als nächstes ausbauen. Stelle 10 einzigartige Nahrung, Getränke, Medikamente, Waffenmods oder Ausrüstungmods her. Ja, das sollte nicht so das Problem sein. Aber das wird an und für sich, wenn wir weniger Material brauchen, wenn wir dann, was weiß ich, nur ein Kleber brauchen oder so, dann brauchen wir halt gerade zu Anfang, wenn wir die Waffen modifizieren wollen, nicht mehr so viel. Das mit dem Herstellen sollten wir aber hinkriegen. Das sollte nicht das Problem sein. So, jetzt haben wir hier noch jede Menge... Oh, Alter, hab ich Aktivitäten hier. Ja, das ist ein bisschen wenig. Aber wir sollten mal gucken, dass wir nochmal mit dem Doc reden. Das ging ja dann Richtung Klinik, damit er seine Medikamente kriegt, damit er hier die Aurora Leute heilen kann. Ich meine, das war die Quest. Ich hoffe mal, dass ich sie jetzt nicht verwechsel. Könnte jetzt auch sein, dass ich jetzt Blödsinn laber und ich eine andere Quest meine, aber schauen wir mal. So. Gehen wir einmal kurz hin. Der dürfte dann eigentlich auch bestimmt Medis nochmal für mich haben. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hast du das große Zittern? Keine Sorge. Du siehst gar nicht gut aus. Setz dich lieber erstmal hin. Okay. War seit einer Woche nicht bedröhnt. Fühlt sich an, als würde mein Körper... Doc? Oh mein Gott, noch so eine arme Seele. Okay, sag, was passiert ist. War es eine Aurora-Überdosis? Oder vielleicht etwas anderes? Ich nehme keine Aurora. Eine sehr kluge Entscheidung. Du bist zum ersten Mal bei Reliant Neon. Deswegen würde ich dir gerne eine kostenlose Untersuchung anbieten. Wir haben nur leider kaum Material. Das ist ungewöhnlich für eine Firma, die medizinisches Material herstellt. Ich hätte es auch sehr gerne anders. Ich liege im Clinch mit dem derzeitigen Verwalter von Neon. Seine Droge macht die Straßen zu Friedhöfen, aber das scheint ihm egal zu sein. Wir haben uns schon mehrmals gestritten und er versucht einfach nur, mich dazu zu bringen, aufzuhören. Meine Lieferkette ist sein neuester Angriffspunkt. Bayo hat die Stadt eindeutig im Würgegriff. Dann weißt du, womit ich es zu tun habe. Mittlerweile bitte ich jeden mit einem außerhalb des Voli-Systems registrierten Schiff, mir medizinisches Material zu bringen. Natürlich bezahle ich dafür, aber das ist die einzige Möglichkeit, sie an Bayos Leuten im Raumhafen vorbeizubringen. Also, falls ich noch was für dich tun kann, irgendwas, dann sag einfach Bescheid. Hast du medizinisches Material zu verkaufen? Wir werden bestimmt irgendwas für dich finden. Ja, dann gucken wir doch mal. Allheilmittel nehme ich mal mit. Heilgel. Medipack. 5 Stück. Jo, nehmen wir mit. Notfallkit nehme ich auch mal mit. Ja, die Traumapacks nehme ich auch mit. Ansonsten, ja, verkaufen brauche ich jetzt nicht. Ich möchte dir bei deinem Versorgungsproblem helfen. Das wäre sehr hilfreich. Es ist eine Erleichterung, jemanden zu kennen, der sich zur Abwechslung auch mal um andere kümmert. Oh, und natürlich bezahle ich dich auch direkt für das Material. Das ist die einzige Möglichkeit, es an Bayos Leuten im Raumhafen vorbeizubringen. Ich hoffe, du kriegst deshalb keinen Ärger. Keine Sorge. Und pass du auch auf dich auf. Verwalter Bayo mag keine Leute, die Staub aufwirbeln, falls du weißt, was ich meine. Wie auch immer, ich habe einen Kontakt in der Klinik im Narion-System. Abby Edding, eine der Pflegerinnen, sie wird dir helfen. Vielen Dank, dass du das machst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du den armen Leuten in Abside damit hilfst. Okay, gut, dann... Bei Reliant wird dir geholfen. Ja. Nächste Quest angenommen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.